Heute zeige ich euch, wie man einen Backofen sauber kriegt, und zwar so relativ neue mit einfachen Mitteln. Weil wenn man einen Backofen hat und dann solche emaillierte Bleche drin hat, so richtig teure, dann möchte man die ja nicht mit den Backofenreinigern mit so aggressiven Medien kaputt machen. Und deswegen macht man das mit relativ einfachen Sachen, die es normalerweise auch so gibt. Ja. Zunächst ist das mal unser Backofen. Und das sieht man hier schon. Da vorne haben wir so eingebrannte Reste. So eingebrannte Reste, die kriegt man so nicht weg. Die kann man rummachen, so viel man will, die geht nicht weg. Keine Chance, ja. Und noch schlimmer wird's. Und ich will das Blech nicht kaputt machen. Das gleiche ist dann hier unten im Backofenraum. Das sieht man auch hier. Man kriegt diese Sache ja nicht mehr weg. Also da kann man rummachen, so viel man will. Man will ja auch diesen Belag nicht kaputt machen, ja. Also machen wir Folgendes. Wir öffnen unser Schrankfächle, und da gibt es zwei Sachen. Da gibt es Backpulver, und beim Dings gibt es auch manchmal Natron. Und man braucht Essig. Braucht nicht unbedingt den Apfelessig Natura, sondern einfacher Essig hätte es auch. Dann nehme ich einen alten Schwamm, und zwar den hier, nicht den, sondern den. Der hier, der hat so Kratzsache drin. Den darf man auf keinen Fall nehmen, sondern die, die für Gläser tauglich sind. Wir nehmen heute speziell die zwei Sachen, weil es die ganz normal gibt. Für unsere Forschungszwecke machen wir so. Wir machen einen Teil, wir machen den hinteren Teil mit Backpulver, der vordere Teil mit Natron, mit Backpulver und mit Natron. Jetzt nehme ich erstmal diesen Rest vom Backpulver und mache den auf dieses Feld auf, wo man, weiß ob man das auch schon sieht, auf dem hinteren Teil. Bei dem hinteren Teil machen wir es so, dann nehmen wir nur die hintere Fläche. Dann machen wir die vordere Hälfte mit so einem Natron-Päckle, das ich auch vom Bäcker habe. Natürlich nachher der Hart wegschmeißen kann, dann kriege ich von meiner Rose Ärger, dann hat sich das alles nicht rentiert. Und hier speziell steht drauf: Natriumhydrogencarbonat drin. Wenn man es beim Backpulver nochmal nachliest, speziell jetzt hier, auch hier steht drin, das ist Natriumhydrogencarbonat. Deswegen funktioniert das nicht bei beidem. Jetzt nehme ich hier meinen Behälter und tue da ein bisschen Essig rein. Jetzt nehme ich so eine kleine Schale und tue da ein bisschen Essig rein. Und nehme mein einfacher Gläserschwamm. Und das da hinten ein, dass es dann natürlich so schön dampft, wie ihr seht. Also einfache Chemie. Und das gleiche mache ich jetzt natürlich mit meinem vorderen Blech. Hier sieht man auch, wie das da so reagiert, wie das aufschäumt. Jetzt machen wir die Klappe zu. Schaltet unseren geliebten Bosch-Ofen natürlich hier an. Einmal anschalten. Heißluft-Eco. Und wir machen diese Temperatur auf 100 Grad, sodass es richtig schön heiß wird. Und wir machen die Dauer von, machen wir es erstmal auf eine halbe Stunde. Die Zeit ist vorbei. Schauen wir es uns mal gleich mal an.
Schauen wir uns erstmal das Backblech an. So sieht das Backblech jetzt aus. Ist schrecklich, aber nur optisch so. Wenn der Ofen kaputt ist, dann kriegen wir von der Rose Goschwoll. Nehmen wir das Blech erstmal hier raus. Und jetzt nehmen wir mal ein bisschen Wasser. Und das nicht ganz natürlich abspülen. Das ist die vordere Hälfte, wo man das Natron hatte. Also es ist nicht alles weg, so wie man sieht. Da ist immer noch was drin. Kriegt man mit dem Fingernagel weg. Und das ist jetzt die hintere Fläche. Ein bisschen geht weg. Das ist Backpulver, die hintere Fläche. Und vor allem da sieht man noch diese Aufstellflächen. Da fahre ich jetzt mal das Schiff auch mit Backpulver. Mit dem leichten Schwamm. Ein bisschen Speckgang, aber alles nicht alles. Und jetzt geht es mir darum, dass man einfach mal sieht, wie das glänzt, das Blech jetzt wieder sauber ist, vor allem an den Stecken. Das ist jetzt das Einzige, was übrig geblieben ist an den zwei Stellen. Ansonsten ist dieses Backblech astrein sauber. Wenn man es Druckergräber hat, sieht man, dass da zwei, drei kleine Stellen sind, aber man kann das letztendlich mit Backnatron hervorragend lösen, also Backpulver. Das Spannende wird jetzt natürlich auch hier drin. Jetzt mal Wasser drauf leer. Das vordere war Natron, also reines Natron. Jetzt geht es mal um diese Flecke. Speziell diese Flecke, ob die weggehen. Aber diese harte Flecke sind alle lieber mit Natron. Und hier ist die Geschichte mit dem Backpulver. Aber auch hier sieht man, speziell auf diese hartnäckige Flecke haben wir nichts rausgekriegt. Na, exakt null. Kann man auch nicht wegkratzen. Da hat sich nämlich genau null getan. Da müssen wir noch mal ran. Ne, da geht gar nichts weg. Nuller. Also das Fazit ist, dass man einfache Sachen, zum Beispiel auf dem Backblech, kriegt man los, aber so die richtig dicke, fette Flecke, die kriegt man so nicht los. Und da habe ich euch dann demnächst einen noch besseren Tipp. Aber fürs Erste, für so leichte Sachen, ist das mit dem Backpulver ganz gut.